Die Star-Stable-Serie. Ich hoffe, jeder von uns hat jetzt einmal diese möchtigen Star-Stable-Serie einmal durchgeschaut. Denn jetzt will ich alles einmal loswerden, was mich daran stört. Beginnen wir doch mit dem Anfang. Dies ist Sky. Sie schippert zu uns Dorf mit einer Fähre. Ja, ich denke, das Schiff ist eine Fähre, was hinten so eine Klappe hat. Und da frage ich mich doch gleich, warum sieht diese Fähre nicht aus wie die in Star Stable? Also unsere Fähren, die alle das gleiche Design haben. Warum ist das eine andere? Wenigstens dieses Detail hätte man doch übernehmen können. Aber vielleicht haben die Macher dieser Serie noch nie Star Stable gespielt. Oder Bilder sich angeschaut. Das andere ist die Aussicht auf das Dorf. Ah, Leute. Das ist auch dieser große Punkt, den ich habe. Ich erkenne Jovik nicht wieder. Ich erkenne das Spiel nicht wieder. Ich glaube, jeder Spieler war hier schon mal. Und würde sagen, ja, das ist ein nettes kleines Fischerdorf mit Blockhütten und irgendwie so schneckenartig angelegt. Es gibt alles rund. Rustikal und nett eben. Aber was ist das? Bunte Häuser? Wie ein Westkip-Fischerdorf? Das sind alles verschiedene Häuser. Das ist jedenfalls nicht Dante. Und hier, rechts und links, liegt einfach nichts. Als würde überhaupt nichts sein. Ich glaube, die Macher der Serie haben noch nicht einmal Star Stable gespielt oder sich irgendwelche Bilder daraus angeschaut. Auch die Lampen, es passt einfach nicht. Sieht nett aus, aber nein. Und was sind das für Leute? Sind das die Bewohner, die gerade zurückkommen nach Dante? Ich meine, die eigentlichen Leute hier sind eher dunkelhäutig anstatt hellhäutig, wie hier gezeigt. Oder es sind auf einmal irgendwelche Touristen, die hier anlegen, wo das Dorf eher nicht gerade der Touristen-Hotspot ist. Auch die Bewohner laufen hier nicht so modern rum, mit bunten Jacken. Nein, 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 sie vertreten ihre ganz eigene Mode. Dann bis Sky, auf zu Ranir, wo wir wissen, dass sie in Dante wohnt, im Dorf. Ob sie jetzt hier in ihrem alten Haus wohnt oder im Haus des Bürgermeisters, ist jetzt egal. Wir wissen, sie wohnt in Dante. Nur laut Karte will sie tief in den Wald, wo wirklich kein Aas mehr wohnt. Das wissen wir. Aber vielleicht sagst du ja, Ranir wohnt vielleicht gar nicht in Dante. Doch, das steht im Buch drin. Und wir stellen dann später fest, sie wohnt tatsächlich in der See, mitten im Nirgendwo. Wirklich, also da ist nichts mehr. Wieso? Das ist doch einfach nicht Jovik. Auch wenn sie Produktionsfirma übernommen hat und nicht Star Stable selber gemacht hat. Wir Spieler erkennen da nichts wieder. Na, wir sind jetzt im Wald, mitten im Nebelfall. So wird das behauptet. Hier trifft sie auf Ranir, wo ich echt zweimal hingucken musste. Ist das sie? Das hier ist Ranir aus unserem Spiel und das hier aus der Serie. Ja, ist schon ein großer Unterschied. Und sind das Ohrringe? Oder ihre Haare? Oder sind das Haarohrringe? Ich weiß es echt nicht. Auch ihre Sachen, die sie anhat, das ist doch nicht der Stil von Ranir. Dann wird sie von Ranir begrüßt, als hätten sie es noch nie gesehen. Ihr ganzes Leben lang noch nicht. Du musst geil sein. Allerdings kennen die beiden sich. Und wie wir auch später wissen, aus den Fotos, die sie zeigt, haben die beiden gemeinsame Erinnerungen. Und ja, da sind die schon größer. Also, die könnten sich schon echt aneinander erinnern. Was sie auch später tun. Und ihr Pferd Dellinger. Ja, ich hab's auch nicht wiedererkannt. Da hätte man doch wenigstens die Farbe nehmen können, die das Pferd auch in echt hat. Schade ist auch, dass es nicht immer dieselbe Ausrüstung trägt. Hier hat es so ein, okay, Standardausrüstung, die du auch selbst kaufen kannst. Aber eine Serie hat es ein, weiß nicht, ein Seil als Zügel und irgendwelche Ausrüstung, also irgendein Sattel, den es, glaube ich, auch nicht so in Star Stable gibt. Echt schade, muss ich sagen. Und auch keine Gamaschen. Also viel Ähnlichkeiten haben die Pferde nicht. Auch die Nüstern sind komplett anders. Wenn man mir nicht sagen würde, ja, das ist Dellinger, würde ich sagen, das ist irgendein anderes Pferd. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber gerade mit Star Stable und den Pferden hätte ich mir gewünscht, dass das Produktionsteam darauf echt Wert legt, Details einzubauen und darauf zu achten, wie sie die Pferde gestalten. Denn jedes Pferd hat hier irgendwas Besonderes. Und dort sind sie einfach nur sehr platt und sehen irgendwie alle ziemlich gleich aus. Und ja, man sollte schon seinen eigenen Zeichenstil vertreten. Dennoch hätte man schon ein besonderes Augenmerk auf die Gestaltung der Pferde hätte treffen können. Das hätte ich mir echt gewünscht. Und das hier mitten im Wald ist doch nicht Nebelfall, auch wenn es behauptet wird. Das Haus hier mitten im Waldes, was Nebelfall sein soll, ist mindestens im Stil Herr von Dante. Das kann man echt positiv betonen. Das sieht echt hübsch aus. Eine Blockhütte und hat diesen Dachbalken so geschwungen. Schön, gefällt mir. Und dann kommt Sky in den weltgrößten Stall. Schau dir mal die Boxen an und schau mal, wie klein die daneben wirkt. Eine Box ist eine ganze Berliner Zwei-Zimmer-Wohnung. Der Stall muss so groß sein, wie ein ganzer Flugzeughangar. Und ja, in Star Stable gibt es sowas nicht. Also warum steht plötzlich sowas da?
im Haus der Verangas. Sieht es doch ganz nett aus, oder? Auf jeden Fall besser als die Innenrichtung, die Star-Stable selber zu bieten hat in den einzelnen Häusern. Nur eine Szene musst du dir jetzt mal genau anschauen. Sie geht zum Telefon, tippt die kürzeste Nummer der Welt ein und hat instant ihr Gesprächspartner da. Ist sie bei euch? Kein Rufnummeraufbau, kein Warten, bis jemand ans Handy rangeht, nichts. Das muss eine Direktleitung sein. Außerdem muss ihr Gesprächspartner am Handy geklebt haben oder am Telefon, um so schnell ranzugehen. Wer ist das? Ich bin Sam. Sam, wer bist du? Und warum haben wir dich noch nie gesehen in Dandel? Oder irgendwo in Jovik? Und das soll Alonso sein? Hier der Vergleich. Ja, ich wette, du hast ihn auch sofort wiedererkannt. Täuschend ähnlich. Er gehört auch hier zu den Rangers, aber hat hier nicht mal das Ranger-Outfit an, was echt schade ist. Nur das Logo auf dein T-Shirt. In Star Stable ist er wenigstens Wanderführer und scheint sehr selbstständig zu arbeiten. Hier hat er anscheinend nicht mal die Stellung des Praktikanten zu haben. Sonst organisieren sich ja die Ranger eigentlich untereinander selber und ordnen zu, was jeder zu tun hat. Nur hier hat Alonso, Sam das Sagen. Vielleicht braucht uns die Bodencrew, holen wir die Ausrüstung. Ja, Sir. Und Sam hat einen riesengroßen Feuerwachtturm im Nebelfall, den es hier auch nicht gibt. Die Landschaften sehen sehr schön aus, aber auch hier, weder Nebelfall noch ein anderer Ort, den ich kenne. Ein wenig später findet Sky in der Schublade von Sam ein Buch, das doch sehr verdächtig nach dem Tagebuch des Autors aussieht, also aus Gravity Falls. Die Farbe, die Ecken, doch, scheint sehr ähnlich. Auch wenn man es aufklappt, wirkt es so. Okay, das sind wahrscheinlich dann die Runenzeichen aus Jovik. Und diese Runenzeichen springen einen ja regelrecht eigentlich an in Star Stable. Die finden wir an jeder Ecke, so ein Ding. Nur hier sehen wir keins. Es wird einfach nie eins gezeigt. Nur zum Schluss. Da sehen wir es dann plötzlich. Da kommen die dann auf. Das hier, Leute, ist das weltempfindlichste Handy. Und es kommt in der exakten Farbe von T-Shirt und Sky. Schau mal, es fällt in einen kleinen Bogen in der Luft und landet sanft auf Moos und Gras. Und das Display zerhaut es einfach in 1000 Einzelteile. Es ist nicht mehr auf dem Kieselstein gelandet und es ist einfach zerstört. Was insgesamt wirklich, wirklich, wirklich schade ist, dass die Serie insgesamt wenig mit Star Stable zu tun hat. Eine langjährige Spielerin wie ich finde ich das echt enttäuschend. Es wurde nicht mit den Figuren gespielt, die wir schon kennen und die es schon gibt. Und die genutzt wurden, nicht so umgesetzt wurden, wie wir sie kennengelernt haben. Die Mutter von Rania zum Beispiel ist zwar Bürgermeisterin, scheint aber nicht mit der Tierärztin Dr. Aaron zusammen zu sein. Du denkst vielleicht, ja, aber vielleicht sehen sie auch gar nicht zusammen. Doch, da steht tatsächlich auch ein Buch drinne. Wäre das eine Serie, die über Pferde geht und Freundschaften, über all das, wäre das eine gute Serie. Aber dass sie jetzt gerade Star Stable sein soll, macht sie wiederum schlecht. Und das ist echt schade. Aber ganz ehrlich, erkennst du Jovik? Kannst du mir gerne Kommentare schreiben. Der Nebelfall ist ein dunkler und dichter Wald. Und kein klassischer Wald, wie es hier gezeigt wird. Er hat leuchtende Pilze. Und ich vermisse solche Charaktere wie Cora. Oder zum Beispiel die Fuchsperson, die wir kennen. Oder die echten Stall von Dandel. Man hätte so viel machen können. Man hätte so viel spielen können mit den Sachen, die es schon gibt. Aber nein, es wurde sich quasi entschieden, einen ganz neuen Ort zu kreieren mit neuen Leuten. Aber gerne. Wenn du eine ganz andere Meinung hast und sagst, hey, die Serie ist super, die ist fantastisch, dann schreibst du gerne Kommentare, was du daran gut findest. Und vor allen Dingen auch, was du schlecht findest. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wollte es mal unbedingt loswerden. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss.